Ein herzliches Willkommen zum Mathematikrätsel auf spektrum.de. Und jetzt viel Freude beim Lösen des Rätsels. Zunächst die Aufgabe. Es geht um einen Würfel. Jana hat 5-mal hintereinander gewürfelt und die Augenzahlen notiert und Jonas hat alle möglichen Summenwerte aus 2 der gewürfelten Augenzahlen berechnet. Es gab lediglich 3 verschiedene Ergebnisse, die 5, die 6 und die 7. Die Frage: Welche Augenzahlen hatte Jana gewürfelt? Hier kommt die Lösung. Jonas hat alle möglichen Summenwerte aus 2 der gewürfelten Augenzahlen berechnet. Wir listen einmal alle Möglichkeiten auf, mit 2 Würfeln Summenwerte zu erreichen. Kombinieren wir die 1 mit allen anderen, erreichen wir die Werte 2 bis 7. Die 2 verbunden mit 2, 3, 4, 5 und 6 und wir erhalten die Summenwerte 4 bis 8. Bei der 3 haben wir noch 4 Möglichkeiten der Kombination und wir erhalten die Summenwerte 6, 7, 8 und 9. Dann die 4 und die 4, 4 und die 5, 4 und die 6, Ergebnis 8, 9 und 10 als Summenwert. Schließlich die 5 kombiniert mit der 5 und der 6 und ganz zum Schluss 2-mal die 6 würfeln und wir erzielen den Summenwert 12. Doch es gab ja lediglich 3 verschiedene Ergebnisse, nämlich 5, 6 und 7, sodass wir alle anderen Ergebnisse jetzt auch vernachlässigen können. Da es nur 3 verschiedene Ergebnisse gab, muss eine Augenzahl mindestens 2-mal vorkommen. Und wenn man in die 8 Ergebnisse schaut, kann das nur die 3 und die 3 sein, da ausschließlich das Ergebnis 6 durch 2 gleiche Werte zustande kommen kann. Damit haben wir 2 der Ergebnisse von Janas Würfen herausgefunden. Ein anderer Wurf, den wir noch nicht kennen, plus 3, muss ja 7 als Summenwert haben, sodass daraus folgt, dass Jana auf jeden Fall eine 4 gewürfelt hat. Ebenso muss ja eine Zahl plus 3 gleich 5 ergeben und das kann nur der Würfelwert 2 sein. Damit haben wir 2 weitere Ergebnisse gefunden. 2 plus 3 gleich 5, 3 plus 3 gleich 6, 2 plus 4 gleich 6 und 3 plus 4 gleich 7. 2 plus 5 gleich 7 kann nicht sein, denn die 5 würde ja plus 3 als Ergebnis 8 ergeben. Auch die 1 kann nicht gewürfelt worden sein. Denn 1 plus 2 ergibt den Summenwert 3 und der ist von Jana nicht gewürfelt worden. Es bleiben die 4, die 2 und die 3 als mögliche fünfte Würfelzahl. Die 4 kann es nicht gewesen sein, denn 4 plus 4 ergibt als Summenwert 8. Auch die 2 kommt nicht in Frage, denn 2 mal die 2 ergibt als Summenwert 4 und die 4 ist nicht gewürfelt worden. Tatsächlich bleibt also zum dritten mal die 3 als fünfte Würfelzahl übrig. Und das ist die Lösung der Aufgabe. Einmal die 2, dreimal die 3 und einmal die 4.